Tja, moin Leute. Wartet. Hier gibt's wieder Stimmungsmusik. So. Ja, hallo. Nicht nur ein wunderschöner da Hintergrund und da drüben auch und da und hier, sondern ich habe auch eine wunderschöne neue Frisur, ey. Was hält ihr dann davon? Ist richtig gut geworden, ne? Also, gibt mir auch fast bis runter. Arsch, Digga. Ja, lange nicht gesehen, ne? Also, und doch wieder erkannt. Okay, die Dinger müssen weg. Ich sterbe, die sind richtig warm. Also, boah. Dank Schleifpapier 300 verlieren die auch 500 Fusseln. Ey, das geht mir da richtig. Ne? Da an der Fontanelle, da, hier, da. Da, da. Anyways. Ja, so, jetzt kann ich mit Musik hören. Ey, das Lied, das ballert gleich richtig gut. Kommt gleich YouTube wieder an und sagt mir, das geht so nicht. Aber lass mal kurz ein bisschen, Das ist schon, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. So wie das Cola. Jetzt bin ich toten Haare weg. Alles klar. Machen wir wieder ein bisschen leiser. So. Noch ein Hauch. Wartet. Hallo. So. Ja. Und zwar, viel passiert, ne? Ich war jetzt echt lange nicht mehr. Oder ich hab's lange nicht geschafft, ein Video hochzuladen. Sagen wir mal so. Hat mehrere Gründe gehabt. Ich habe nicht nur einen neuen Raum, sondern ich habe zwischen dem ganzen Raum auch ein neues Haus. Also, ja. Wir sind umgezogen. Erster Grund. Mir sind die Haare ausgefallen. nee, Spaß, ich habe die abrasiert. Also ich habe schon noch Haare, aber der Haarwuchs ist echt scheiße. Das ist auch kein Grund. Das war einfach nur so ein Fun-Fact. Ja, und 3, meine Tochter ist jetzt da. Das braucht auf jeden Fall einiges an Aufmerksamkeit. Und einer der wichtigsten Punkte, natürlich neben dem, wir sind umgezogen, das Internet hat einfach partout eine ganze Weile nicht funktioniert. Also wir haben legit uns Anfang September oder Mitte September angefangen darum zu kümmern, dass wir hier jetzt im neuen Haus Internet bekommen und Telekom kam, ja, und wird schon und wird dann und dann freigeschaltet und so. Und hat diesen Termin dann immer verschoben. 2 oder 3 Mal oder so. Und die meinten zu uns immer, hier liegt eine Störung vor, weil hier in dem Ort wird auch gerade Glasfaser ausgebucht. Grüße geht raus. Und habe ich mich natürlich gleich gefreut, ne, Glasfaser, piek fein. Aber wir hatten deswegen dann angeblich eine Störung, was aber im Endeffekt gar nicht der Fall war. Und jetzt haben wir doch immerhin, lange Rede keinen Sinn, seit dem 5.11., also noch nicht allzu lange, Internet. Davor habe ich hier 4 Wochen ohne Internet gewohnt, Kappa. War richtig gut, ey. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so viel gelesen. Finde ich mein Buch gerade? Nee, finde ich nicht, aber ich finde das, was ich als letztes gelesen habe. Wait. Very good. Ja. Genau. Derall. Und ja, ansonsten, wie gesagt, mein Kind ist jetzt da. Deswegen werde ich in Zukunft höchstwahrscheinlich, ich weiß es noch nicht, also ich werde es auf jeden Fall wieder versuchen, mehr Videos zu machen. Die Internetleitung, die wir jetzt hier haben, ist auch wesentlich kleiner als meine alte. Deswegen weiß ich noch nicht, wie gut das funktioniert. Ich werde es einfach ausprobieren. Und ab Februar nächsten Jahres habe ich dann wieder richtig Internet. Also mit Glasfaser, also besseres Internet hatte ich noch nie. Genau. Und spätestens dann werde ich wieder richtig durchstarten. Also wieder vermehrt Videos machen, vielleicht auch mal wieder mehr streamen, weil ich habe dann auch endlich mal feste Arbeitszeiten, nicht mehr dieses Wechselschichtgedöns. Dann bin ich nicht mehr komplett im Arsch jede Woche, sondern habe dann wirklich meine feste Schicht, meine festen Zeiten. Muss mich natürlich nebenher noch um meine Family kümmern.
Aber ja, dann hab ich vielleicht auch endlich mal Zeit zu streamen. Das wäre ja insane, weil Stream macht, also Videos, ne, kein Ding, machen übel Bock. Aber ich bin halt nicht so der Typ, der sich dann irgendwie, keine Ahnung, das neueste Spiel holt und dann da irgendwie irgendwas daddelt und irgendwem irgendwas vorgaukelt, dass ihm das total gut gefällt. Ich spiele halt einfach meine random 5 Spiele, die ich so gerne spiele. Und da hatte dabei ganz gerne Leute und da passt Stream eigentlich ganz gut. Ja. Ansonsten muss ich euch auch berichten, ich habe mal wieder WoT, seitdem ich Internet habe, mal wieder vermehrt gespielt. Da gibt es auf jeden Fall einige Neuigkeiten, die da muss ich auf jeden Fall auch mal noch ein Video zu machen. Mal gucken, vielleicht kommt das demnächst dann mal. Ja, weil ich habe ja auch ewig kein WoT spielen können. Genau. Gut, dann kurzer Crashkurs, würde ich sagen. Also das hier in dem Zimmer, das wird auf jeden Fall alles noch ein bisschen anders. Das sieht dann irgendwann mal ein bisschen anders aus und hört sich auch ein bisschen anders an. Ihr merkt, ich habe auch wieder mein altes Mikrofon am Start. Weil das mit den anderen, das Halt und Schalt hier viel zu sehr drinne. Ich muss hier auf jeden Fall noch ein paar Soundpanels anbringen, an der Wand hinter den Monitoren. Und ja, da hinten im Raum wird auf jeden Fall dann auch mal ein bisschen mehr aufgeräumt. Hier sind jetzt noch so ein paar schöne Umzugskartons übrig. Und es wird nach und nach noch ein bisschen freier, aber dadurch natürlich noch mehr, noch schalliger, sage ich mal. Also wenn das Zimmer dann mal eingeräumt ist, so wie ich es mir vorstelle, da hinten so eine kleine Gym-Ecke, daneben einen Lesebereich, dann hört sich das Ganze auch schon wieder ein bisschen anders an. Plus halt die Panels hier hinten dran. Da hoffe ich auf jeden Fall, dass sie einen guten Unterschied machen werden. Und ansonsten, ja, freut es mich, dass ich euch mal wieder ein kurzes Update geben konnte, weil legit konnte ich halt einfach nicht. Tut mir leid, ne? Gut. Ansonsten hoffe ich, wir hören uns dann demnächst wieder ein bisschen öfter und regelmäßiger. Haut rein, bleibt gesund und munter und checkt meine anderen Videos aus. Yeah. Und feiert diesen Track. Boah, ich kann es nicht aussprechen. ich buchstabiere. Oder? Ist auch scheiße. I Hate Models von Cyanur Dance mit C vorne. C-Y-A-N-U-R-E. Dance, wir tanzen auf Englisch. Haut rein!